Hallo Freunde, heute mal die verbale Begrüßung erst nach dem Intro. Ihr seht, ich habe einen Gast. Nein, wir haben einen Gast hier, den Philipp. Philipp ist heute unser dritter Fahrer und wir sind hier mit 325ern unterwegs. Alle so ein bisschen unterschiedlich und der Grund unserer heutigen Folge ist die nach wie vor, ja, rasende Nachfrage bei unserer B196er Folge, die wir schon vor relativ langer Zeit veröffentlicht haben. Da oben, da ist was. Für Letty, jetzt. Sieht nach einem Video aus. Und würden heute einfach ein bisschen darauf eingehen, was diese B196er Fahrzeuge überhaupt so ausmacht. Und ich denke mal, der Philipp ist heute das erste Mal dabei. Die Fahrt hierher, diese knapp 30 Kilometer, ich habe den Eindruck gehabt, das hat dir verdammt viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Obwohl das normale Habitat einer 125, speziell des Rollers, ja nicht unbedingt, ich sag mal, Eifel ist, sondern ja mehr der urbane, der städtische Bereich. Ne? Genau. Was fährst du privat? Eine G310 GS. Okay, damit darf er natürlich mitfahren. Steff, du fährst ja privat auch was nicht unbedingt etwas Größeres. Wie ist es dir gegangen auf der Fahrt hierher? Also ich hatte keinen Spaß auf der Fahrt hierhin. Es war richtig gut. Es war mega. Es war mehr als Spaß, denn ich habe mich tatsächlich wieder in meine Jugend zurückversetzt gefühlt. Ich habe mich so ein bisschen wie so ein 16-jähriger Junge gefühlt. Es war einfach, es war schön. Ist ja erst 2-3 Jahre her. Ich hatte mich dabei ertappt, dass ich dann doch so ein bisschen Schwung geben musste. Bergauf hat der Roller dann doch ein bisschen Leistungsmangel gehabt. Aber egal, jetzt in dem Kurvengelauf hier für Ortskundige. Wir sind jetzt hier erneut in der Gegend von Simonskall. Und das Kurvengelauf hier für so einen 125er ist fantastisch. Ich greife einfach mal vor. Hier haben wir eine CB125R am Start. Der Spezialist wird sehen, das ist eine CB125F. Und ich war auf dem kleineren Vespa Primavera 125 unterwegs. Ganz kurz was zu den PS-Zahlen. Du bist mit der CB125 gefahren. Was hat die drauf? Eigentlich bin ich etwas zu groß für die CB125F. Mit ihren 11 cm Sitzhöhe, ihren 125 PS und dem 10 Liter Verbrauch. Philipp, das haben wir doch alles besprochen. Ein bisschen konzentrierter bitte. Ja, stimmt. Ich bin sonst an größere Maschinen gewöhnt. Ich meinte natürlich mit ihren 11 PS, 1,5 Liter Verbrauch, die sich sehr gut machen in der Stadt, und ihren 79 cm Sitzhöhe. Ja Leute, kommen wir zur CB125R. Im Gegensatz zur CB125F tatsächlich ein anderes Kaliber. Ich glaube, das könnt ihr selbst auch beurteilen optisch. Das Ding macht schon echt ein bisschen was her. Das hat Honda super klug gemacht, nämlich das wirklich so zu platzieren in ihrer Neoklassik nennen sie es ja Reihe. Das heißt, von vorne, glaube ich, kann man nicht unbedingt direkt differenzieren, ist das jetzt die 650er oder sogar die 1000er. Das Ding macht mächtig Spaß. Manch einer weiß es vielleicht gar nicht mehr. Was richtig cool bei dem Ding ist, ähnlich wie bei der KTM Duke auch, wird leider nicht mehr gebaut. Es gab auch mal eine CB300R, das heißt das identische Fahrzeug, aber eben mit dem etwas potenteren 300 Kubik Einzylindermotor drin, gibt es nicht mehr. Aber zeigt, dass im Prinzip die ganzen Komponenten, sprich Gabel, 41er Upside Down, sprich Bremsanlage, Rahmen, alles was dazugehört, ist eigentlich ausgelegt für die deutlich größere Maschine. Und genau das spiegelt sich hier wieder auch beim Fahrspaß. Dass ich natürlich ein paar Worte zum Vespa verlieren muss und soll, ist klar. Ich fahre ja auch privat ultra gerne Roller. Ich sagte ja eben schon, das natürliche Habitat für einen Roller ist nicht unbedingt die Eifel, das Eifelprofil. Der fühlt sich natürlich viel, viel wohler in der Stadt. Und all die Werte, die die Jungs jetzt schon angegeben haben, werden jetzt von dem Roller natürlich nicht erreicht. Leistungstechnisch ist er natürlich auf einem ganz anderen Niveau, denn er kratzt gerade mal an die 11 PS. Und eben als wir hergefahren sind, muss ich schon 2-3 Mal bergauf etwas Schub geben. Aber die
Vorteile sind natürlich dann in der Stadt diese extreme Handlichkeit, der Wind- und Wetterschutz. Ich bin auch heute ganz normal mit Motorradjeans gefahren und nicht wie sonst immer mit Kombi oder Textilanzug. Und ich habe natürlich auch ein super Fach unterm Sitz, wo ich jetzt ein paar Utensilien untergebracht habe, wo auch der ein oder andere Integralhelm stressfrei reinpasst. Also die urbanen Vorteile von einem Roller sind einfach nicht von der Hand zu weisen. Und wenn ich persönlich wählen müsste, würde so ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden. Ich würde mich immer für den Roller entscheiden, aber auch nur für den eben beschriebenen Einsatzzweck. Wir haben natürlich jetzt eben mal wild getauscht, querbeet. Den meisten Fahrspaß hier nach Simonskal rauf oder runter hatte ich natürlich definitiv mit der CB125R, denn die ist so stabil und auch die Leistung, die rauskommt, dass für dieses Kurvengelauf, Steff, was schätze, die Kurve, die wir jetzt hier fahren, was wird die so gefahren, um die 40, 45? Ich hätte jetzt eher so 110 gesagt, aber nein, also 30, 40 km/h, glaube ich, ist halt eine wunderschöne 180-Grad-Kehre. Da brauchst du auch nicht, ob du da jetzt, sag ich mal, die 11 PS, die 9 oder halt hier die 15 PS loslässt. Ah, aber in dem Moment, wo die Kurve vorbei ist, merke ich natürlich schon, klar, du kommst hinten raus ein bisschen besser raus. Genau, es macht einfach viel, viel mehr Spaß. Und ich glaube, dass die Maschine, unabhängig von den Anschaffungspreisen, glaube ich, für den B196er Aspiranten bezüglich Fahrspaß auch außerhalb der Stadt durchaus eine Alternative ist. Bei diesen beiden Kombattanten würde ich das ein bisschen in Frage stellen. Ja, sind ein bisschen praktikabler, ne? So irgendwo Pendler und eben, genau, man hat ein Fach und sowas. Hier kriegst du schon so ein bisschen noch mehr Motorradfeeling, sag ich mal, vermittelt, ja. Leute, wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, dass der B196 Interessent irgendwo auch einen Benefit haben möchte, was fällt dir denn als Alleinstellungsmerkmal auf, wenn du jetzt über das R-Modell irgendwas erzählen solltest? Ja, Benefit ist auf jeden Fall, dass man wirklich eine starke Optik bekommt und einfach dementsprechend schon ein richtiges Motorradfeeling hat. Fahrspaß am Start ist schon so ein Fahrzeug zum Liebhaben, wo man auch wirklich sagt, so ein ganz kleiner Besitzerstolz ist schon am Start. Würdest du das als Gefahr sehen, dass jemand, der mit so einem Fahrzeug losfährt, dann Blut leckt, infiziert wird und dann bei dir aufschlägt und hat schon den B196 bezahlen müssen und macht dann Klasse A oder A2 entsprechend? Ja, also ich denke, wer auf solchen Dingern unterwegs ist und da wirklich was Blut leckt, wie du schon sagst, der will auch mehr haben. Und das ist auch immer wieder zu beobachten, das kommt, definitiv. Ja, Philipp, als jemand, der noch komplett unversaut ist, aus der Hüfte geschossen, was fällt dir ein als wirklich Alleinstellungsmerkmal? Ja, es wäre bei dem Motorrad definitiv der Verbrauch von 1,5 Litern sehr, sehr niedrig. Und was mich auch sehr begeistert hat, die Reichweite von 800 Kilometern, das ist ja heutzutage selten, ist wirklich für alle Sparfüchse das perfekte Motorrad. Ja, ist stark, oder? Viermal tanken bis zum Nordkap, Knaller, ey. Viermal tanken bis zum Nordkap? Ja, könnten wir mal übrigens eine Serie drüber machen, vielleicht schaffen wir das, ja. Ja, Alleinstellungsmerkmal bei einem Vespa-Roller, da muss ich schon sagen, obwohl ich jetzt vorsichtig sein muss, das ist da teilweise auch eine Vorurteilsschublade. Ich bin da jetzt mit der kleinen Karosse gefahren, der Primavera-Karosse. Die Karosse gibt es natürlich noch als große Karosse, als GTS-Karosse. Wir haben aber gesagt, weil einfach auch ein Mädel schon mal gerne auf einen Roller geht, dass dann die kleine Karosse etwas passender ist, um sie euch mal vorzuführen. Also für kleinere Menschen ist die kleine Karosse okay. Ich bin eigentlich ähnlich wie der Philipp, zu groß ist für die CB125F, bin auch ich etwas zu groß für den Primavera. Ich habe mich dabei ertappt hierher, auf dem Weg hierher, dass ich immer ein bisschen nach hinten gerutscht bin. Aber ansonsten wäre das auch der einzige Nachteil in meinem Fall. Ansonsten Wind- und Wetterschutz, Fahrleistungen in der Stadt, hervorragend. Ich fühle mich auf dem Roller, wenn ich denn auch nicht unbedingt mit Klamotten motorradmäßig unterwegs sein möchte, irgendwo immer etwas sicherer, etwas wohler. Und diese Vorteile des extrem tiefen Einstiegs muss ich euch ja gar nicht mehr nennen. Vielleicht
vielleicht an dieser Stelle zwei Ergänzungen. Über den GTS haben wir schon mal was gebracht. Auch da, hier oben unser Video zu, hat die Letty dann verlinkt. Und jetzt an dieser Stelle auch der spontane Dank an die Firma BMW Kohl in Aachen. Die Jungs, namentlich der Josef, hat uns dieses Fahrzeug ganz, ganz unkompliziert zur Verfügung gestellt, damit wir auch mal mit einem 125er Roller hier fahren können. Meinen Eigenroller wollte ich nicht zur Verfügung stellen, weil die Kollegen hier rechts und links gesagt haben, nee Stefan, mit so einer Kiste können wir glaube ich nicht fahren. Und wo wir gerade beim Bedanken sind, ich bedanke mich natürlich auch beim Steff, denn diese beiden CB125 hat er zur Verfügung gestellt aus seinem Fahrschulfuhrpark. Was aber an dieser Stelle auch unbedingt gesagt werden muss, der Kaffee bei deiner Mutter, der war natürlich fantastisch heute Morgen. Okay, kommen wir zum Fazit. Ich frage als allererstes mal den Philipp, hör mal, sag mal frei Schnauze, wie war's? Ja, war ein super geiler Tag. Das war's? Ja. Super Informationen, aber das sei dem Philipp auch nachgesehen. Steff, ich denke mal, wir können aber doch wirklich was Zusammenfassendes sagen. Du legst los. Ja, wieso? Super geiler Tag, fand ich, war schon, das reicht doch eigentlich aus. Ohne Witz, ich finde 125er sind einfach nur cool. Ich finde, das ist ein super geiler Einstieg für alle 16-Jährigen. Das ist ein super geiler Wiedereinstieg eventuell. Das ist für die, die B196 machen, der absolute Knaller. Und wir haben wirklich das Grinsen heute drin, ne? Und ich finde, ich habe jetzt nicht viel vermisst. Im Gegenteil, mein Fazit ist sogar, kleine Maschinen manchmal mehr ausquetschen und drehen. Man fühlt sich fast schneller, als man ist. Und das ist echt befriedigend. Ich finde ja, das total stark. Voll am Gas steht. Man steht voll am Gas, ja. Eine kleine und auch ernsthafte Ergänzung muss ich natürlich schon hinterher schieben. Ich war ja fast die ganze Zeit mit dem 125er Primavera unterwegs und in der Eifel bergauf, da fehlt natürlich ein bisschen. Ich musste mich ein paar Mal klein machen. Bergab für die Ortskundigen, wir sind die Jägersfahrt runter und da läuft der locker 100. Da, klar, brauchst nicht an die Bremse zu gehen, aber das hat schon Spaß gemacht. Aber ich sagte das ja eben schon, Hauptbetätigungsfeld ist die Stadt. Und ich glaube schon sagen zu können, über die Automatik, über den Wind- und Wetterschutz, über die praktische Nutzung mit Helmfach, das ist schon toll. Dieser sehr, sehr kurze Radstand hat mich zweimal ein bisschen eine Schrecksekunde gekostet, eben als wir bergab gefahren sind. Du hast so einen Wackler drin. Das war schon, genau, das war der kurze Radstand. Dann die kleinen Räder. Also für hohe Geschwindigkeiten gibt es bestimmt bessere Fahrzeuge, aber für die Stadt, sage ich, gibt es nichts Besseres als einen Roller. Ob das dann ein Primavera ist, ist die zweite Geschichte, aber auch da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Sieht geil aus, das Ding, oder? Also die Vespa, also hat ein bisschen mein Herz. Ich habe ja früher auch eine alte Vespa gehabt, ne? Für die, die das nicht wissen. Ich mag Roller tatsächlich. Nein, und ohne Quatsch, die Vespa ist das beste Ding für die Stadt. Und wer da irgendwo mit Style und ein bisschen was Bella Italia zum Eiskaffee möchte, die erste Wahl. Mal gucken, ob wir das so spontan hinkriegen. Philipp, Verabschiedung kriegen wir hin. Leg los. Tschüss und? Nee, adios kriegt er nicht hin. Aber der Philipp hat ja auch noch Ausbildungsstandard. Steff, leg du los. Okay, Leute, lasst hierzu unbedingt Kommentare da, lasst uns Däumchen da und lasst bitte, bitte, bitte ein Abo da. Und jetzt kommen wir zur Verabschiedung. Tschüss und adios! Adios.